So, wir kommen jetzt wieder zu den Basics. Ich denke, der Volker hatte das ja ganz gut angekündigt. Ich bin froh, dass Kurt das so extrem gut erklärt hat mit den ganzen Genpolymorphismen, dass ich das nicht tun muss und ich kann jetzt zu den grundlegenden Dingen kommen, auf die wir Zahnärzte achten müssen bei der Arbeit. Und ich denke, es ist für die Ärzte auch nicht ganz uninteressant, manche Dinge vielleicht einfach mal praktisch zu sehen. Für uns meine ich in der Zahnheilkunde ein ganz ganz wichtiger Genpolymorphismus ist dieser Polymorphismus von TNF-alpha, Interleukin-1, Interleukin-1-Rezeptorantagonist, also der Entzündungspolymorphismus. Ja, das sind die Zytokine, die frei werden bei allen Entzündungsprozessen. Ich denke, das haben Sie die letzten äh, zwei Tage ja immer wieder gehört, wie wichtig TNF-alpha ist. Und bekannt ist dieser Test äh, oder bekannt wurde der Test ja früher in Deutschland als Parodontitis-Risk-Test. Und er wurde jahrelang ja auch verwendet, um zu sehen, warum haben wir hier plötzlich mehr Entzündung an der Gingiva und warum haben wir weniger? Und das war im Prinzip einfach so eine Einteilung: Wie gefährdet sind diese Menschen eigentlich? Im Prinzip ist es aber der vollkommen falsche Name, denn es ist ja nicht das Zahnfleisch alleine, das reagiert. Es ist ja der ganze Mensch, der reagiert. Es ist jede Zelle, die reagiert, jede Makrophage, die reagiert. Das heißt, im Endeffekt war das die vollkommen falsche Bezeichnung und hat uns damit auch jahrelang auf die falsche Fährte geführt. Es geht um den ganzen Körper. Unsere Titanstudie, die wir gemacht haben, die abgeschlossen ist, die ja zurzeit zur Veröffentlichung ansteht, haben wir ganz signifikant herausarbeiten können, dass, aus der, von der, dass äh, wir an eine Korrelation haben zwischen der Freisetzung aus Titanimplantaten und diesem Genpolymorphismus. Das heißt, bei Menschen, die, eine, die zu dieser Gruppe von Menschen gehören, die eine erhöhte Entzündungsneigung haben, haben wir natürlich auch eine ganz andere Reaktion auf diese Titanpartikel. Diesen, diesen zusammenhang haben wir eindeutig herausstellen können. das heißt, wenn wir jetzt von diesem test reden, dann sollten wir eigentlich sagen, es ist eigentlich ein test, äh, den wir als reaktion auf partikel bezeichnen können. diese folie ist von volker. und zu verdeutlichen, auf der linken seite, da haben wir diese typische t-zellreaktion. das heißt, die die, die, die Metalle, die in eine Proteinbindung gehen, als Beispiel Bakterien oder auch Viren, werden von den Makrophagen aufgenommen. An der Oberfläche wird im Prinzip Protein präsentiert und die T-Zellen reagieren. Ja, wir haben dann im Prinzip auch die typische T-Sensibilität, die, die LTT-Möglichkeit zu testen. Die Sensibilisierungsreaktion, das, wo wir immer hinterherlaufen und danach entscheiden, sollen wir ein Material rausmachen oder nicht. Die andere Seite, diese Makrophagenreaktion, haben wir bisher gar nicht so sehr beachtet. Vielleicht im Rahmen der PA, aber sonst eigentlich nicht weiter. Und hier ist es so, wenn Partikel, größere Partikel von diesen Makrophagen aufgenommen werden, dann ist es so, dass wir hier im Prinzip diese TNF-Alpha-Freisetzung haben und gerade bei diesem Genpolymorphismus Gen natürlich eine vermehrte Freisetzung von diesen Partikeln. Dieses schöne Bild ist aus dem Buch von Professor Sandring und das wird immer dazu benutzt, zu zeigen, warum wir eigentlich Entzündungen an der Gingiva haben. Wenn also hier die Bakterien eindrücken, die Lipopolysaccharide und wir kommen hier in das Zahnfleisch rein, dass wir hier die polymorphkernigen neutrophilen Granulozyten, die Makrophagen haben, die hier ins Gewebe kommen. Sie werden hier aufgenommen und wir haben diese typische Reaktion mit MMP8, mit TNF-Alpha-Freisetzung, Interleukin-8-Freisetzung. Das gleiche passiert aber auch bei Makrophagen. Denn die Makrophagen haben nicht einen speziellen Erkennungsdienst für Bakterien und die anderen Sachen erkennen sie anders. Es ist die gleiche Reaktion. Das heißt, wenn wir hier Partikel haben aus Zahnersatz und es kommt hier rein, dann haben wir genau die gleiche Entzündungsreaktion und deswegen auch überschießende Entzündungsreaktionen auf Partikel. Sie erinnern sich vielleicht an gestern, an diesen einen Fall, an diese Krone auf dem seitlichen Schneidezahn, dieses blau-livide-verfärbte Zahnfleisch. Das ist eine typische Reaktion, dass hier Partikel in Lösung gehen und wir hier Entzündungsreaktionen haben. Ja, so ist das Ganze eingeteilt, dass wir bei den normal angepassten Entzündungsraten Patienten ein Grad 0 oder vielleicht ein Grad 1 haben. Aber wir durchaus auch Patienten haben mit, einem, mit einer heftigen Reaktion, das heißt, es wird zu viel TNF-Alpha ausgeschüttet, es wird zu viel Interleukin ausgeschüttet. Gleichzeitig fehlt die Bremse über den Rezeptorantagonist. Wie sieht das in der Realität aus? Das ist so eins der ja, was mal, fast typischen Bilder, die wir täglich sehen. Das heißt, wir sehen Zahnersatz miserabel verarbeitet. Ja, für die Nicht-Zahnärzte: Diese Metalloberfläche soll eigentlich glänzend und poliert sein. Aber nach einigen Jahren Tragezeit sehen Sie hier überall diese vielen kleinen Löcher, diese Porositäten. Das heißt, hier haben wir ein Zahnersatzstück, was heftigst korrodiert. Ja, wir haben im wahrsten Sinne des Wortes Lochfraß, Spaltkorrosion, wir haben alle Formen der Korrosion hier. Das geht alles in Lösung. Und so sieht das unter dem Mikroskop aus im, Sch im Schnittbild. Das heißt, wir haben hier kein homogenes Gefüge, sondern an der Oberfläche haben wir eigentlich eher so ein schweizer Käse. Das heißt, Hohlräume ohne Ende. Das heißt, wir haben eine Sauerstoffverarmung in diesem Metall, ein Absinken des pH-Wertes und dadurch ein Lösen dieses Metalls. Und jetzt gucken Sie mal hier diese, diesen Gradzahl an oder diesem Maßstab an mit 200 Mikrometer. Es gehen hier nicht nur Ionen in Lösung. Das ist das, was wir immer beim LTT ermessen. Ja da messen wir ja nur die Reaktion, was passiert, wenn das Ion mit dem Protein in eine Bindung geht. Aber wenn Sie das sehen, dann ist ganz klar, da gehen auch mal ganze Brocken raus. Und diese Brocken können in Größenordnung von Nanopartikeln sein, die können aber ohne weiteres im Bereich von Mikrometern sein. Und auch diese Brocken gehen in Lösung und die können von den Makrophagen einfach nur aufgenommen werden. Also auch auf diese Partikel werden die Makrophagen auch mit einer unspezifischen Entzündungsreaktion antworten. Das heißt, wir müssen uns auch ein bisschen mehr darauf konzentrieren, was geht hier in Lösung. Es ist nicht nur der LTT und die Reaktion des LTTs entscheidend. Es ist, wir müssen auch darauf achten, was haben wir für unspezifische Entzündungsreaktionen. Ja? Dasselbe haben wir auch bei Wurzelbehandlungen. Ja, die amerikanische Schule hat ja nach Deutschland eingeführt, dass diese Wurzelfüllung eben nicht nur im Kanal bleiben soll, wir sollen ja immer so ein bisschen Material oben rüber schieben über den Wurzelkanal, um diese ganzen Bakterien mit rauszuschieben. So, und so sieht das dann in Realität aus. Also vom Röntgenbild wäre das nach der amerikanischen Schule gar nicht so schlecht, nur wenn man das dann in Realität sieht, dann sieht das so aus. Und dieses ganze Wurzelfüllmaterial ist ja nicht feuchtigkeitsfest. Das wird also Stück für Stück von den Makrophagen abgebaut und auch verschleppt. So, und jetzt haben wir so ein Grad 4 Patienten. Und da müssen wir nämlich nachdenken, was passiert hier eigentlich? Wir haben eventuell überhaupt keine Sensibilisierungsreaktion. Wir haben im Prinzip vielleicht auch keinen mercaphan tio also eine reaktion auf Eiweiß-Zerfallsprodukte -Zerfall positiv. Aber wir haben Material hier im Knochen drin liegen und eine heftige Entzündungsreaktion. Wir haben momentan noch keine Möglichkeiten, irgendwie das Ganze zu messen aber wir müssen einfach mal unsere hören anstrengen, wenn wir gerade vier Patienten haben und wir finden sowas im Knochen wieder, da kann nur eine heftige Reaktion entstehen Wir kommen zu dem Thema Phase 2 Entgiftung, aber ich denke, die beiden Sachen hängen zusammen. Ich denke, Kurt Müller hat jetzt gerade eben die Phase 2 Entgiftung hervorragend beschrieben und insofern kann ich das vielleicht einfach mal auch für uns ganz einfach Beschreiben, wie das in der Zahnheilkunde aussieht und auch wie wir Schlüsse ziehen müssen. Eine Patientin, diese typische Patientin mit verschiedenen Erkrankungen, die so einzureihen ist bei dem Patienten der Multisystemerkrankung. Das ist die Situation, wie wir die Patientin erfahren. Sie sehen eigentlich ein sehr gut restauriertes Gebiss, ja, wirklich sehr schöne Arbeit mit hochgoldhaltigen Legierungen. Der LDT zeigt eigentlich nur eine Reaktion auf Quecksilber, Ethylquecksilber und Nickel, also Werkstoffe, die nicht im Mund vorhanden sind. Und wir machen eine Multielementanalyse von Speichel und finden eine ja, doch etwas höhere Größenordnung von Gold im Speichel. Das sind jetzt keine Werte, die uns vom Hocker hauen. Die finden wir immer wieder. Ja, gut, manchmal sind die nur bei 500 Mikrogramm. Manchmal sind die vielleicht auch bei 3000 Mikrogramm, es können auch bei 200 Mikrogramm sein. Nur wenn man bedenkt, dass der Grenzwert eigentlich so bei 0,2 Mikrogramm liegen sollte, dann sind das enorme Mengen. Und jetzt denken Sie mal eben gerade an das Bild, was ich gezeigt hatte, das Schnittbild von dem Metall, was da alles in Lösung geht. Es sind nicht nur Ionen, es sind Partikel. Und jetzt haben wir so einen Patienten ja, mit, einer, mit einem Genpolymorphismus der Phase-II-Entgiftung. Das heißt, das ganze Metall, was hier in Lösung geht, muss praktisch über diesen engen Pass entgiftet werden. Das heißt, wir müssen auch hier nochmal ganz anders nachdenken: Ist es möglich oder ist es sinnvoll, dieses ganze Gold im Mund drin zu lassen, auch wenn sie keine Sensibilisierung drauf hat? Denn, Kurt hat gerade zu Recht gesagt, eigentlich ist diese Phase-2-Entgiftung ja gedacht, um diese ganz normalen Themen des normal üblichen Lebens zu entgiften. Aber es ist eigentlich nicht geschaffen worden, um die Metalle, die wir in den Mund reinpacken, wieder zu entgiften. Und hier ist eine enorme Entgiftungsleistung notwendig, um das Ganze zu entgiften. Ja, das heißt, auch hier müssen wir wieder anders nachdenken. Wenn wir solche Situationen im Mund sehen, dann können wir nicht sagen, wir haben hier keine Sensibilisierung, also bleibt alles drin. Auch diese, diese Überlegung müssen wir durchaus äh, machen. Kann das die Patientin überhaupt vertragen, solche Menge zu verschlucken? Also es lohnt sich durchaus auch mal zu gucken, was bleibt ja eigentlich im Speichel übrig. Ja, und dann haben wir noch das Thema kommt. Und ja, ich denke, auch hier hat Kurt Müller enorm viel über erzählt und ich denke, wir haben alle sehr viel davon gelernt. Und für die Zahnheilkunde können wir die Folgerung schließen: Wir sollten eigentlich unsere Anästhesien möglichst adrenalinfrei nutzen bei diesen Patienten. Damit wäre ich fast fertig. Ja? Ich meine, wir haben viele Patienten, die kommen und sagen: Ich habe bisher meine, die Anästhetika nicht vertragen, wir testen das Ganze in Berlin stellen fest, sie vertragen das Medikament. Das kann aber durchaus ein Hinweis sein, dass die Patienten einfach diesen hohen Adrenalingehalt unserer zahnärztlichen Anästhesie nicht vertragen. Und dann sollten wir das Ganze einfach mal versuchen mit adrenalinfreien Anästhesien. Damit wäre ich eigentlich fertig, aber ich habe jetzt noch eine Bitte an Sie. Weil ich kämpfe die ganze Zeit zur Zeit mit einem Problem, mit Beobachtungen, wo ich selber nicht weiterkomme. Und wo unsere Literatur uns ziemlich im Stich lässt, zumindest die deutsche Literatur. Und zwar geht es für mich in erster Linie um das Thema Proxismus. ja, also Knirschen. Und wenn Sie die deutsche Literatur sehen oder wenn Sie jetzt mal die deutsche Zahnheilkunde sehen, dann ist das so: Wenn ein Patient mit Proxismus kommt, dann geht so ein anerzogener Reflex los. Wir brauchen eine Knirscherschiene. Und wir machen eine Funktionsanalyse, so klinisch und instrumentell, machen einen unheimlichen Aufwand und versuchen, das Knirschen in den Griff zu kriegen. Und ich denke, dass wir nicht allen Patienten damit gerecht werden. Denn wir alle haben dieses Erlebnis ge äh, gemacht. Wir bleiben wieder bei dem äh, Beispiel der virusbedingten Erkrankung einer Grippe. Wir kriegen unser Fieber, ja, wir kriegen hohe Temperatur, legen uns ins Bett und sind froh, dass wir nichts sehen, nichts hören und wir fangen an zu knirschen. Ich denke, das hat jeder vielleicht auch schon mal mitgemacht. Das heißt, wir wissen durchaus, dass das Knirschen auch einen anderen Hintergrund haben kann. Und wenn wir jetzt mal angucken, was bei diesen ganzen Medikamenten, zum Beispiel den serotonin man als Nebenwirkung beschrieben wird, was steht da drin? Proxismus. Und dann gucken wir, auch bei Kaptagon, ja, sympathomimetische Wirkung, auch da ist eine heftige Nebenwirkung Proxismus. Und dann gucken wir uns diese Drogen an wie Ecstasy und Dort ist sozusagen die am häufigst beschriebene Nebenwirkung der Metmauf, also im Prinzip dieser, dieser heftige Zahnschaden, der durch heftiges Zubeißen entsteht: 40% Zahnschäden durch Ecstasy. Das heißt, auch hier wird irgendwo die Kaumuskulatur mächtig aktiviert. Und es kommt zu Schäden im Zahnsystem. Und dasselbe wird bei Ritalin beschrieben, ja, und dasselbe wird auch bei den trizyklischen Antidepressiva beschrieben, wenn Sie mal bei den Nebenwirkungen nachschauen. Das heißt, bei diesen ganzen Medikamenten, die wir haben, haben wir hier einen Eingriff in diesen Dopaminhaushalt, in diesen Stoffwechsel, und wir haben immer wieder das Proxismus. Ja, ich weiß nicht, wer von Ihnen fragt seine Patienten, wenn die knirschen, welche Medikamente nehmen sie eigentlich? Machen wir eigentlich nie. Aber das wäre eigentlich die erste Frage, die notwendig wäre. Es wird jetzt gleichzeitig, gibt es Versuche, und der erste Versuch ist in Holland gemacht worden, dort wollte man Implantate retten vor Knirschern, ist ja mal peinlich, wenn Implantate abbrechen, und dort hat man mit Pergolit gearbeitet, das ist ein D1-D2-Rezeptor-Agonist und hat festgestellt, wir können dadurch das Ganze therapieren, die Patienten knirschen nicht mehr, und das Gelbe hat man mit Buspiron gemacht, das ist ein D2-Rezeptor-Antagonist, also wieder eine andere Wirkung. Und jetzt ist es wirklich mal ganz interessant auch in die internationale Literatur zu gucken, weil in der deutschen Literatur finden wir nichts dazu und dort findet man plötzlich so einen Aufsatz wieder, wo drin steht, eigentlich ist das ein zentrales Problem und gar kein peripheres Problem, so wie wir Zahnärzte das immer denken, weil wir denken ja immer an die Statik, ja, an die Wirbelsäule, an den Beckenschiefstand. Wir haben alle möglichen Ideen, aber keiner denkt dran, hoppla, wir könnten ja hier ein zentrales Problem haben. Und wieder andere Studien sagen, also wir wissen nicht genau, ob das jetzt ein Hypo- oder Hyperdopaminerger Zustand ist. Also wir können das nicht so genau erfassen. Und ganz interessant wurde das, als ich diese Studie gelesen habe, dass wir bei allen Knirschern erhöhte Katecholaminausschüttung im Urin finden. Das heißt, vielleicht sollten wir doch mal anfangen. Unsere, äh, unsere, mit einem anderen Therapieansatz an unsere Knirscher dran zu gehen, denn das, was ich beobachtet habe, ist, dass bei den Patienten, wo ich einen kommt vermut oder gemessen hatte, dass ich dort auch viel häufiger Bruxismus gesehen habe. Das ist aber eine Erfahrung, das ist auch ein Gefühl, aber ich kann keine Studie finden dazu und ich selber habe zu wenig Patienten, um zu sagen, es ist so. Das heißt, deswegen bitte ich Sie, hier einfach mal darauf zu achten, wenn Sie solche Patienten haben, ob Sie ähnliche Dinge finden bei diesen Patienten, weil dann brauchen wir einen vollkommen anderen äh, Therapieansatz als einfach nur diese Funktionsanalyse. Wir müssen ganz anders vorgehen. Ich, meine, ich selber habe festgestellt, wir machen eine ordentliche Materialsanierung, wir entfernen die Entzündung im Kiefer und plötzlich knirschen die Patienten nicht mehr. Das heißt, ich habe beobachtet, dass wir Parkinson-ähnliche Zustände deutlich verbessern können, werden wir eine ordentliche Sanierung durchführen. Das ist offensichtlich, greifen wir hier in diesen ganzen Haushalt ein. Offensichtlich ist es so, dass wir auch Substanzen entfernen, die möglicherweise D2-Rezeptorenblocker sind. Wir wissen es einfach nicht. Ja, aber wir wissen, dass wir massiv hier eingreifen. Das heißt, auch hier brauchen wir unter Umständen gemeinschaftliche Aktivitäten, eventuell auch eine Studie, um herauszufinden, ob es vielleicht für diese Patienten viel bessere Therapieansätze gibt als diese Schiene oder die Funktionsanalyse, ja, dass wir vielleicht einen ganz anderen Weg vorgehen müssen, dass wir eventuell im Vorfeld schon ganz anders entscheiden müssen, was machen wir mit diesen Patienten. Und damit habe ich meinen Vortrag auch schon beendet.